Lassen wir den Druck wieder weichen. Und machen wir das Tor wieder auf. Damit das Wasser wieder verschwinden kann. Die Tür einfach öffnen, oder was? Ja. Wir haben alle Riegel entsperrt. Da ist der Geist rein. Und wir folgen ihm in dieses Rohr. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part. Let's play Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir mit Luigi das perfekte Dream Team gebildet und sind durch die Abwasserkanäle gegangen, um einen ganz bestimmten Geist namens Karl Klempke, soweit ich mich richtig recherchiert habe, aufzufinden. Denn dieser hat den ganzen Abwasserkanal geflutet und nun wollen wir diesen ganzen Fehler wieder ausmerzen und ihn direkt auch gleich mit einfangen. Ich glaube, Luigi ist ziemlich heiß drauf, weil er ihn fast ertränkt hätte. Hätten wir unseren kleinen Papi nicht gehabt, unseren Geisterhund, wäre das wohl nichts geworden. Und da oben befindet sich der Schalter, der den Wasserdruck erschienen lassen hatte. Doch wir haben Gesellschaft. Aber den Guten kennen wir schon und der lässt sich jetzt viel einfacher fangen dadurch. Komm her, Kumpel. Der ist ziemlich schnell, dadurch, dass er sich natürlich im Wasser verstecken möchte und dadurch kann man ihn einfacher finden. So, er überlebt ganz knapp den Angriff. Und hier sind die ganz kleinen roten Typen. Die haben wir bis jetzt nur einmal im Schloss gesehen. Und damit haben wir auch direkt den Typen eingesaugt. Perfekt, Alter. Komm her, Kumpel. Bis jetzt haben wir ihn, glaube ich, zweimal gefunden, mit dem jetzt das dritte Mal. Und zwar bei der Filmfirma, oder bei der Filmfirma, bei dem Film... Studio-Set, da kam der auch nochmal random als Random-Encounter vor. Und ja, jetzt hat nämlich mein Intro ein bisschen gestört. Wir haben das perfekte Dream-Team gebildet und sind durch die Abwasserkanäle gegangen und es hat nichts aufgehalten in Form eines, ja, Luftspielzeugchen. Darin ließ sich Luigi es ganz schön genießen und hat daraus das Beste gemacht, durch diesen ekligen Bereich zu sausen. So, aber da kommt was raus, aber anscheinend gibt es da nichts. Das Problem ist, wir haben es jetzt nur... Ja, wir sind echt mager, was die Schraubenschlüssel angeht. Also da muss ich wohl nochmal was nachholen. Einfach weil Luigi fast gar nichts machen kann. So, wir sollten uns der Mine nicht zu stark nähern. Denn wenn wir diese aktivieren, dann haben wir zwar nochmal ein kurzes Zeitfenster. Oh, man kann auch andere von diesen Dingern einsaugen, okay. Okay, was soll das aber bringen? Und jetzt an Land bringen, oder was? Naja, ich kann mir das gerade nur so vorstellen. Aber werden wir nach hinten gezogen? Das sind sogar Stacheln. Entchen, geh mal. Oder kann man die hier reinbouncen, dass die alle kaputt gehen? Ja, geht. Wir können daran... Wir können, glaube ich, nicht kaputt gehen. Wir können aber andere Sachen dazu zwingen, kaputt zu gehen. Und damit würde ich meinen... Machen wir noch ein paar der Spielzeuge hier kaputt. Die hat noch ein bisschen Geld gehabt. Diese Geldflaschen kommen hier auch sehr häufig vor. Manchmal geht im Hintergrund auch einfach eine Mine hoch. So, hier auch aufpassen. Die machen... Ach nee, stimmt. Die machen uns nur 20 Schaden. Jetzt erinnere mich daran. Ich sehe sogar einen Ritter im Hintergrund. Good evening. Der einen Besen in der Hand hält. Auch ein nettes Detail. Gut, ich würde sagen, so wie ich schon erkennen kann, gibt es dort unten noch einiges zu erledigen. Doch dazu sollten wir uns erstmal darum kümmern, den Druck hier wieder zu entnehmen und das Wasser wieder zu entweichen. Denn nur so kommen wir überhaupt in die unteren Bereiche. Also Ritter... Tut mir leid, dass es dir momentan so schlecht geht. Kann ich dir irgendwie helfen? Nope. Irgendwie behilflich sein, oder willst du wieder sauber machen? Yes! Ich meine, gut, wenn du darauf flüsterst, dann mach das ruhig. So, was machen die Rohre hier? Momentan noch gar nichts. Ich gehe mit Fuishi hier rein, denn wie gesagt... Ach nee, stimmt ja, im Wasser sollten wir ihn ja nicht spawnen lassen. Das ist doch gerade dumm. So, komm. Er hat wieder respawned und jetzt geht's in die Rohre rein und wir gucken mal, was wir so alles machen können. Wo wir jetzt überall rauskommen. Vielleicht, wenn wir die Rohre umlegen, denke ich mal, werden wir die Kreuzungen beeinflussen können. Das hier war die richtige Entscheidung für den Anfang, denn hier haben wir noch ein bisschen was an Stuff bekommen. So, darüber kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, das wieder umlegen, um auf die andere Seite zu kommen, ich verstehe ja schon. Und jetzt schauen wir mal, wo uns das Rohr jetzt hinführt, nämlich da weiter nach unten und das gerade durch. Und ganz an den Rand mit ganz viel anderem Geld. Was sich eigentlich Luigi holen sollte, wenn ich meine, oder? Das Geld ist nur
Ah ne, doch, es ist hier auch gelandet zum Teil. Und hier ist auch so ein Fußball, aber mit denen weiß ich immer nicht, was man damit anfangen kann. Okay, Future, dann geht zurück. Ich leg dir, warte mal, bevor wir das machen, ich leg dir mal das Rohr hier um. Dann sollte ja irgendwas beeinflusst werden auf dem Rückweg. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt haben wir es ja von der anderen Seite umgestellt. Bin mal gespannt. Wir wollen ja da hoch zum Schalter, aber ich weiß nicht, ob es hier noch ein Juwel oder sowas gibt. So, er kommt einfach schnurstracks wieder hier raus. Wir müssen allerdings hierher. Denn nun kommen wir hier raus und hier gibt es bestimmt eine Brücke, die hier entstehen kann, oder? Nee? Weil wir sind bei diesem Stromkasten hängen geblieben und aus irgendwelchen Gründen ist Fluishi, hat sich Fluishi einfach aufgelöst und ist unten gespawnt. Ich wollte den eigentlich noch aktivieren, aber er hat ja nichts gebracht. Ich kann ihn sogar von hier schon anvisieren, aber irgendwie... Ah doch, jetzt hat er getroffen. Aber ja, da kommst du ja nicht hin. So, was ist, wenn ich dich umlege? Das müsste jetzt irgendwas gebracht haben. Stimmt, jetzt gehen wir da unten und kommen genau oben raus, nehme ich mal an. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Das ist natürlich blöd. So, was ist denn das hier? Gar nichts. Da haben wir anscheinend schon gelootet gerade. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So schnell vergesse ich solche Sachen. So, warte mal. Nee, nee, nee. Stimmt, weil wir das Rohr jetzt beeinflusst hatten, müssen wir jetzt das eine Rohr hier, die eine Kreuzung umstellen. Und dann kommen, ist das die Rätselslösung. Ja, aber es ist richtig, wie wir es gedreht hatten. Perfekt. Vorsichtig. Nicht da reinlaufen. Zu aufpassen. Und man müsste ja gerade durch nach oben ziehen und müsste da eigentlich rauskommen, oder? Perfekt. Genau. Okay, dann hätten wir das schon mal getan. Ich hoffe, man kommt wieder zurück irgendwie. Momentan habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hoffe, ja, ansonsten werde ich es euch nachreichen. So, Fluishi, kannst du das runterdrücken? Runtersaugen? Oder pömpeln? Pömpeln kann das. Perfekt. Dann lassen wir den Druck wieder weichen. Und machen wir das Tor wieder auf. Damit das Wasser wieder verschwinden kann. Und da war gerade ein Ballon in Lila zu sehen. Das sollte unserem Klempner nicht gefallen. Aber ja, wir werden dem schon zeigen, wer hier der wahre Klempner im Haus ist. So, ursprünglich ist er ja durch diese große Tür abgehauen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt wieder zurück. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist. Und knöpf dir den Techniker vor, genau. Das würde ich auch sagen, machen wir direkt. Nur dadurch, dass der Druck jetzt weg ist, will ich mich natürlich auch ein wenig umschauen. So, kann ich dem Ritter irgendwas machen? Nö, gar nichts. Okay. Denn was wir jetzt zuerst machen können, ist natürlich hier runter. Und vielleicht gibt es eine Treppe nach oben. Also man kann auf jeden Fall jetzt über den Weg zurück, aber ich würde gerne mal... Ja, da hoch. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wie man diese ganzen Löcher rankommt, wo ich im letzten Part schon so geflucht hatte, dass man da nicht rankommt, weil Fluishi aus welchen Gründen auch immer es sich zu bequem findet, während er auf diesem Ding sitzt, den Ball richtig zu ziehen. Er schießt nur in eine Richtung. Was dann komplett komisch ist, aber naja, gut. Jetzt sollte er da drankommen, denn jetzt muss der Arme wieder laufen. Genug entspannt. Aber hätte ich auch so gemacht, oder? Situation ausgenutzt, richtig so. So, hier sieht man doch, dass da irgendwas ist, aber wie kommt man denn jetzt da hin? Da ist ja eindeutig was kaputt. Kann man das einfach wegstrampeln? Nee, aber da ist auf jeden Fall eine Kiste. Aber da kann man Fluishi wahrscheinlich lang. Ansonsten weiß ich nicht genau, was man hier machen soll. Man kann mit Fluishi auch hier an den Rändern überall lang. Der kann ja nicht durch Treppen gehen, aber er kann... Er kann überall durch mit seiner Flüssigkeit, aber dort in den Hintergrund kann er nicht latschen. Alles klar. Können wir dann wenigstens irgendwie hier... Ah, okay, da ist natürlich eine Wasserpfütze. Fies, fies, fies. Kann man fast gar nicht sehen. Okay, wie komme ich denn hier rein? Guck mal, er sieht ja sogar schon einen Punkt an. Hä? Ist das ein Bug? Na, guck mal, ihr seht ja, dass das wirklich fixiert. Aber das prallt richtig ab. Ja. Dann müssen wir noch irgendwas anderes machen. Aber da ist auf jeden Fall was im Hintergrund. Schauen wir gleich nach. Noch holen wir das Gemälde hier, was nicht durchgeweicht ist anscheinend, zurück und gucken mal. Zudem können wir hier in das Loch rein. Ich glaube, dass das ein Secret ist. Oder wo kommen wir jetzt hin? Ich hoffe, dass es sich hierbei nur um ein Secret handelt. Ah ja, da ist wirklich ein Ballon. Luigi, da kommst du wohl nicht weiter. Es wäre wohl am besten, umzudrehen und den Techniker zu folgen. Ja, aber jetzt will ich mal trotzdem den Ballon hier looten. Hier ist wieder so eine komische Wand. Vielleicht kommen wir hier später noch lang. Denn wenn hier eine Wand ist, die was abschottet, kann ich mir gut vorstellen, dass man später nochmal hierher kommen soll. Und dass es dann hier weitergeht. Aber das ist nur eine Vermutung. Mit Fluishi können wir da unten das Wasser nicht so weit weg machen. Das heißt, mit ihm können wir euch durchs Gitter durchgehen. Dann müssen wir vorerst die Kiste liegen lassen. Oder man kann was mit dem Mechanismus hier machen.
Kann man hier irgendein Zahnrad spawnen lassen oder so, dass das Ganze sich wieder in Drehgang versetzt. Hat da wieder ein böser Buhu geforscht. Vor allem Buhu. Wir haben schon seit Ewigkeiten keinen mehr gefunden. Aber mein Controller vibriert doch nicht mehr. Habe ich das irgendwann mal ausgestellt? Also, ich habe eigentlich nichts in den Einstellungen rumgefuscht. Aber es ist schon merkwürdig. Ich hoffe, es sind die Haie. Ich hoffe so, dass die Haie... Ja, es sind die Haie. Leidet! Leidet, ihr Monster! Oh nein, weh, ihr besiegt mich, Alter. Das wäre so unehrenhaft von euch. Wie kann ich denn die jetzt aufhalten? Leide. Ich glaube, jetzt haben wir ihn befreit. Mit seiner Sonnenbrille. Ich werde es so genießen, euch zu besiegen. So viel... So böse, wie ihr zu mir wart, genieße ich jeden Kill. Jeden einzelnen von euch werde ich Grund und Boden zertrümmern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dich gleich voll aufs Brutal aufs Ohr drauf. Schön den Nacken wegbrechen. Okay, wir sollten aufhören, so brutal zu sein. Aber ich habe so Wut auf die. Und da ist sogar noch so ein Geldsack, den haben wir aber gelootet, glaube ich. Der ist einfach respawned. So, hier können wir jetzt endlich... Was habe ich jetzt? Was hat sich das gelohnt, das hier zu machen? Haben wir wahrscheinlich schon mal getan. Das kann ich mir jetzt nur so erklären. So, nun sollten wir mit dem Pömpel die ganzen Sachen hier wegsaugen können. Denn der kann sich ja ziemlich lang ziehen. Und ja, nun kommen wir in diese ganzen kleinen Spalte hier hinein. Da gibt es jetzt nicht viel, aber ja, man hätte es ja nicht wissen können vorher, nicht wahr? Gut, dann geht's nun hierher und wir öffnen dieses Secret hier. Wieder nur Geld, Geld, Geld und kein wirkliches Secret. So, was ist hier? Bei dem Pömpel, den können wir jetzt nicht, irgendwie nicht zum Saugen bekommen. Haben wir wahrscheinlich schon mal getan, ansonsten habe ich keine Ahnung, was das hier soll. So, dich kann ich wirklich ansaugen, perfekt. Okay. Dann saugen wir trotzdem erstmal... Nee, die lassen sich gar nicht mehr saugen. Wahrscheinlich, weil das ja ging, als das Wasser noch voll war. Und jetzt aus irgendwelchen Gründen sind die steif geworden. Und Alter, wie geil ist das denn gemacht? Es gibt hier ein unterirdisches UFO. UFO? Ein unterirdisches U-Boot. Aber mit einem richtig geilen Wassereffekt mit den Piranhas da im Hintergrund. Okay, was soll ich damit jetzt machen? Super ankochen. Ach nee, hier unten Feuer machen. Ah. Ah, da haben wir jetzt ein Juwel gekocht. Sehr gut. Okay, das dritte. Wo ein weiteres wissen wir auch schon, aber es fehlen trotzdem noch ein paar. So, wir gucken uns noch weiter hier um. Vielleicht ist das ja auch da, wo der Typ wohnt. Aber ich glaube, dass es wirklich ein Secret ist. Ein grundlegendes Secret. Das gefällt mir aber. Finde ich nett, die Idee. Aber momentan können wir hier nicht mehr machen. Also, ja. Wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwo Geld oder so, aber mehr auch nicht. Boah. Wir haben unser Juwel gefunden. Gebe zurück durch das, durch den Lüftungsbehälter. Lüftungsrohr. Zurück hierher und schreiten voran. Hier kann man gar nichts erkennen, aber da kann man dran saugen und das machen wir auch. Und das nochmal ein bisschen Geld ist noch dahinter. Okay. Okay. Vielleicht, wir wissen ja inzwischen, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, hier Juwelen abzugreifen und sowas. Also mehrere Juwelen in einem Ort. Und ja, das ist so mal so. Ich würde jetzt noch mal ganz, ganz kurz zurückgehen wollen. Hier ist nämlich nicht ohne Grund die Leiter. Und auch ganz kurz diesen Sicherheitskasten aufmachen wollen. Ich würde sagen, wir sehen uns dort einfach. Ganz simpel. Falscher Alarm. Wir kommen überhaupt nicht mehr weiter. Hätte ich mir auch denken können. Denn dort hinten ist ja so ein Rohr, was wir mehr oder weniger wieder öffnen müssen. Und momentan kommt Luigi nicht an diesen gelben Noppen. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass dort ein Juwel ist. Weil es erstens aus irgendwelchen Gründen deaktiviert wurde. Oder Luigi deaktiviert wurde, als ich versucht hatte, dorthin zu kommen. Und des Weiteren glaube ich auch nicht. Oder man kann halt später irgendwie nochmal zurückkommen. Das kann natürlich schon sein. Nun würde ich meinen, machen wir weiter. Und gucken uns die ganzen Tunnel mal, an. Nun von unten. Hier, ja, waren die ganzen unterirdischen Röhrensysteme. Hier gibt es jetzt zum Beispiel eine Kiste, die unter Wasser war. Und what the hell? Ah ja, wir wissen, ich weiß, was wir machen müssen. Alter! Alter, Schwede, what the hell? Befrei dich! Boah, Alter, der saugt an sich. Oh, Alter, wie soll ich denn mit denen kommen? Der frisst uns, macht uns Schaden. Okay, lass ihn ruhig saugen. Wer das bewusst macht, wenn wir das einsetzen, Alter. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich kann ihn nicht rechtzeitig... Ich kann's nicht machen. Oder kann Luigi da irgendwas machen? Ja, okay, er frisst gerade an Luigi. Und damit können wir die Kiste öffnen. Alter, voll böse. Aber ich finde das cool, dass dieses Strobolicht da endlich auch mal einen anderen... Ja, einen anderen Auftrag bekommen. Leider Gottes, für diesen Kampf gab's wieder kein Juwel.
Wir hatten doch schon mal so eine Situation, dass wir für nichts ein Juwel bekommen hatten, obwohl wir alle Secrets sonst gefunden hatten. So, was ist das hier? Hier kommt man jetzt wohl gar nicht mehr hoch, oder was? Sieht so aus, als wäre es okay, der Lift. Und da ist ein Juwel da oben! Ich sehe es jetzt gerade, das ist das Grüne. LOL? Okay, das, da kann man echt was raussaugen, WTF. Okay. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich will das Juwel bekommen. Okay, dann muss ich mal gucken, wie wir mit Luigi nochmal da hochkommen. Oder warte mal. Hier kann man irgendwas saugen. Aha. Okay, okay, okay. Verstehe. So kommen wir auch nach oben. Zu dem Juwel. Böse, aber vielleicht ist es so klein und dunkel. Dann komm her. Na komm. Okay, wir haben ihn freisaugen können. Brutal ins Juwel reinfallen. Das ist das, was man machen kann. Oh, Gott sei Dank, ey. Wunderbar. Okay, dann hält man das. Dann fehlt uns gar nicht mehr so viel tatsächlich, wenn es jetzt noch ein Juwel irgendwie gibt hier. Und ich weiß noch, wie man an das eine Juwel rankommt, was wir am Anfang vergessen hatten. Das ist mir in der Nachbearbeitung aufgefallen. Werde ich noch nachreichen. Keine Sorge. Da habe ich mich einfach zu wenig umgeschaut. So. Hier kommen wir. Hier sieht es auch wieder aus, als könnte man da hinten rein. Aber überall ist so eine weiße Markierung. Aber wir können nichts machen dort. Das ist das Merkwürdige. Was können wir hier drehen? Das Tor, gell? Ja, hier können wir das Wasser sogar ausmachen. Warum denn das? Was soll das bringen? Gar nichts mehr. Also ich glaube, das bringt wirklich gar nichts mehr. Gut, dann sollen wir noch an diesen ganzen Krabbendingern hier. Die haben auch ein bisschen Geld für mich. Und schreiten voran. Hier müssen wir ja nicht lang. Oben rum, das ist ja alles egal jetzt. So, Geld sparen, das haben wir sogar schon gelootet. Okay. Und wieder einmal. Die scheißdreckigen Mäuse, die sind echt böse geworden. Mit der Zeit. Und auch hier versperrt uns eine Ziegelmauer den Weg. Ich kann mir echt vorstellen, dass man hier sogar mit dem letzten, das letzte Juwel erst bekommen kann, wenn man, ja, mehr oder weniger dahinter gekommen ist, wie man das Ding eröffnen kann. Vielleicht erlangen wir die Fähigkeit aber noch in dieser Welt. Das wäre super. Aber ich gehe mir nicht davon aus, leider. Dann sind wir jetzt wieder im Anfangsbereich. Da ist wieder dieser komische Geist. Und gehen wir zurück in den Hauptbereich. Das Juwel hier haben wir schon bekommen. Jetzt zeigt mir das Spiel auch die Ansicht von hinten. Vorhin hat es das nicht getan. So, stell dir vor, der Geist ist wieder dort hinten und macht sie da runter. Eigentlich könnte das so ein einfaches Katz-und-Maus-Spiel sein. Es sei denn, der Geist chillt seine Base und checkt, dass wir fähig genug sind, das auch alleine hinzubekommen. Das wieder umzulegen. So, Luigi, du weißt, was wir zu tun haben zusammen. Und ja, die Dinger haben wir auch alle schon gelootet, diese drei Dinger. Bei der jetzigen Gelegenheit würde ich sogar meinen, dass wir das jetzt ganz schnell noch machen. Denn ich glaube, wir sind nicht in die Tür rein. Oder war das hier? Das war nicht mal hier. Das war nicht mal hier, das war nicht mal, das war nicht mal hier. Das war, glaube ich, eins, zwei Räume zurück. Da wir mit Luigi auch ein Rätsel machen mussten. War das schon direkt der Raum hier? Das kann sogar schon direkt der Raum hier gewesen sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da konnte man nach unten mit Luigi. Geht das immer noch? Das ist der Raum gewesen, garantiert. Aber ich komme nicht nach unten. Oder wie bin ich letztens da runtergekommen? Ach ja, hier, hier, hier. Über das Rohr. Genau. Denn da unten müsste ich ja die Tür befinden. Welcher mir irgendwie interagieren müssen. Luigi an sich kann ja keine Tür öffnen, gell? Aber da ist eine Tür und. Nee, aber wie kommen wir denn jetzt mit Luigi da runter? Das ist das Rätsel, was ich. Guck mal, hier ist. Da hinten ist sogar. Ach so. Da hinten ist eine Leiter gewesen. Das heißt, wir kommen irgendwie später da unter der Schlange. Vielleicht sogar über diesen. Über dieses Abwassersystem. Und können da vielleicht dann diese Kiste, dieses Juwel mitnehmen. Ich hoffe nur nicht, dass beide Juwelen damit zusammenhängen. Das wäre echt scheiße. Weil da, so kommt man an das gelbe Juwel, was wir am Anfang gesehen hatten. Ich hoffe, dass das letzte irgendwie noch zu bekommen ist. Oder sogar vielleicht sogar nicht, dass wir beide so bekommen können. Ansonsten reicht die nachher. Aber insofern hier noch etwas fehlt, was wir momentan noch nicht bekommen können. Ähnlich wie in der Musikhalle. Dann ja, lohnt es sich hier eh nicht noch zu schauen. Dann werde ich das beides später nachholen. So, was können wir jetzt machen? Die Tür einfach öffnen oder was? Ja, wir haben alle Riegel entsperrt. Da ist der Geist rein. Und wir folgen ihm in dieses Rohr. Das scheint wohl das Ende dieser Welt zu sein. Immer dieselbe Masche. Ich war Luigi, immer dieselbe Masche.
Oh nein, nicht schon wieder einer. Luigi, nimm schnell, bevor es zu spät ist. Oh. Ha, nimmt sie auch ein, sie geil. Okay, er schützt sich, aber wir können ihn dadurch abblocken. Er will uns mit seinen Fächer schlagen. Okay, es wird ein Wasserkampf, so wie es aussieht. Können wir hier raus? Wir können hier raus. Dadurch können wir ihn rauslocken, aber würfelt Granaten oder mit Minen um sich. Dadurch ist er... Ach, dadurch ist er erschöpft. Ach, er pennt ein? Wenn wir rausgehen, pennt er ein im Kampf. Okay, wir können hier ein paar Minen nehmen, aber das bringt uns nichts. Die saugen wir nur nervig um uns. Die haben eine ganz, ganz komische Physik. Hat mir keinen über. Aber komm in die Granate. Ja, geh selber in die Granate rein. Perfekt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ihn an mich saugen? Ja, ich soll ihn an mich saugen. In die Kap... Jawohl. Okay, wir haben ihn im Loch. Wir haben ihn jetzt im Loch verpasst. Okay, jetzt ist er rausgeflogen. Alter, was wir alles machen müssen. Luigi, schnell. Hol ihn mal, wie lange, solange er noch gelähmt ist. Okay, okay, sehr gut. Er hat ein paar weniger Leben als der letzte Boss. Dafür ist der Kampf auch ein bisschen komplexer. So, kann er sich eine neue holen, ist die Frage. Kann er, so wie es aussieht, schon. Okay, so wie es aussieht, müssen wir ihn in die Minen locken. Kann er die selber auch auslösen? Ja, okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh nein, wir wurden beide getroffen. Und ich bin auch rausgeflogen. Achso, ach cool. Ich kann eine neue aufblasen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Oh, das ist eine richtig geile Idee. Aber wo holt der die Dinger jetzt her? Auch haben wir es nicht ausgelöst. Soll wieder um sich schlagen. Ah, das Kaffen. Scheiße. Wir müssen aufpassen. Das ist ziemlich böse, der Kampf. Oh, geh weg von mir. Jawohl, löst du sie aus, dummes Kind. Ah, er ist zu weit weg. Er wurde trotzdem irgendwie getroffen. Komm her, Kumpel. Und rein mit dir in die Stacheln. Und das Leben schnell holen. Aber nicht in die Stacheln rein, nicht in die Stacheln rein. Sehr gut, Luigi, sehr gut. Du machst es perfekt. Grandios, mein Lieber. Ich glaube, wir müssen sogar gar nicht zur Leiter, weil wir einfach rausspringen aus dem Ding. Er hat eine Glatze, habt ihr das gesehen? Ganz kurz, als seine Mütze abgeflogen ist, haben wir gesehen, dass er eine Glatze hat. Das zweite Mal. Ich glaube, wir müssen ihn noch zwei, dreimal treffen. Noch zweimal oder so erwischen. Und dann ist er erledigt. Komm her, komm, ich bin bereit. Okay, es sind direkt neue Minen erschienen. Er wirft noch eine weitere nach mir. Aber alle drei vor sich. Das ist natürlich komisch, was er macht. So. Hat nicht gereicht. Er macht irgendwelche Sprungangriffe. Ganz, ganz komisch, die Geschichte. Das Problem ist, wenn er mich schlägt, dann stößt er mich sogar weg ein bisschen. So, er wirft die Granate dahin. Jetzt müssen wir gucken. Können wir die auch zu ihm? Ne, wir können uns damit nur... Wir können nur vorhin abhauen, so. Aber wir ziehen die Granaten ja auch indirekt zu uns. Okay, er kommt noch direkt im richtigen Moment zu uns. Ja, er ist ins Tränen versetzt worden. Ihm geht's nicht gut. Er träumt von kleinen Entchen. Und... Komm her, Kumpel! Nein, das hat nicht funktioniert! Ich habe ihn in die nächste Granate reingestoßen! Lächerlich ist das denn bitte? Aber jetzt haben wir ihn wieder irgendwie ins Tränen versetzt. Aber wie passiert das dann? Ich dachte, man muss es mit den Granaten machen. Aber anscheinend, wenn er angreift und verfehlt, dann geht das auch schon. Dann triggert das wahrscheinlich auch schon, dass er sich zu überbeben beginnt. Alter! Oh, aber das ist ziemlich, ziemlich knapp am Ende bemessen, Alter. Zack, zack. Oh, noch ein letztes Mal kommen. Hast du schon Angst? Aber komm schon. Es sind schon so viele Geister in meinem Schreck weg. Ich glaube, ein bisschen Gesellschaft tut ja nicht schlecht. Oder tut dir gut, in anderen Worten. Oh, guck mal, er tut sich direkt selber treffen. LOL! Ja, das war natürlich ziemlich lost für deinen letzten Versuch, Kumpel.
müssen wir sehr schnell sein. Wir müssen sehr schnell sein. Oh, er ist am Ende der Welt, Alter. Wie soll ich das denn bitte machen? Ich dachte, er geht immer wieder an dieselbe Stelle. Ich hab den bekommen wir nicht mehr. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich unglücklicherweise auch noch den Treffer bekommen. Okay, wir blasen unsere Granate auch direkt da auf. Scheiße, ich dachte, er fliegt immer auf derselben Stelle, weil wir immer wieder zur selben Stelle geschoben haben. Ich glaube deswegen. Er wartet auf uns ganz geduldig, um uns den Arsch zu versohlen. Gott, Alter, aber wir haben ihn auch bekommen. Hinterher. Okay, wir stoßen wieder zur alten Stelle zurück. Das sind wir wenigstens gewöhnt. Und direkt hin. Luigi, warum gehst du doch nicht raus? Er geht wirklich von der Treppe erst raus. Wie lächerlich ist das denn bitte? Ich kann ihn nicht bekommen so. Wir haben ihn noch gekriegt beim Aufblasen. Er hat doch die Ente in der Hand, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ah, meine Güte, ey. Das war der schwerste Kampf bis jetzt, wirklich. Er hat ein paar Herzen gedroppt, die fliegen können. Und der Knopf ist nach ihm ins Wasser getaucht. Aber Luigi, das ist doch ganz schnell getan. What the hell? Alter, das war übel heftig. Aber wir haben es geschafft. Na toll, den hast du ja richtig ungünstig dran geklebt. So ist es besser. Oh, Alter. Man kriegt ja ziemlich schnell Schaden, denn die Granate. Er macht 10 Schaden, aber die Granaten, wenn du dadurch getroffen wirst selber, das macht einfach 20 Schaden und du hast nur 100. Und in dem Kampf hat man eher wenig Leben bekommen. Durch die eine oder andere explodierte Granate hat man ein paar Leben bekommen, aber. Das war ziemlich heftig. So, ich frage mich, ob man hier noch ein Juwel bekommt. Durch verschiedenste Situationen, ob da noch irgendwas finden kann oder so. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Trotzdem würde ich mich umschauen wollen. Oh, ich hab das schon ausgelaufen. Ihr kennt mich passiert, ihr kennt ja auch ganz logisch. So, schauen wir mal, was kann man hier noch machen Schönes? Ist das jetzt nur das Ende? Wo ich den noch ein Herz dafür? Oder hat sich da jetzt etwas gelohnt? Ja, ich hab auch zumindest einige, also einige bekommen garantiert erst irgendeine bestimmte Fähigkeit. Oder ich hab gebeten, um diese Dinger zu stören, kann ich hätte alles versucht. Mit der Düsterlampe und mit dem Pömpel hat aber, herfet nicht da dran. Da müssen wir noch irgendwas anderes machen, aber ja. Das werden wir später sehen. Deswegen werde ich mich um das nächste Juwel auch erst später kümmern. Es sei denn, man bekommt das nächste Juwel schon hier. Geh euch auf die Sackgranate. So, warte mal. Ich wollte ganz kurz das Ding hier, aber das haftet nicht. Dann können wir noch hier ganz kurz wegmachen. Und da ist noch etwas. Da kommt nichts raus, aber hier gibt es noch eine Kiste. Aber da ist gar nichts dahinter. Was zum Teufel? Das ist ja komisch. So. Dann gibt es hier noch einen Bademantel von ihm, den wir hier einsaugen können. Der hat ein paar Spritzer hinterlassen. Ganz, ganz komische Geschichte. Hier gibt es noch was in der Ecke. Da ist aber auch nichts, was wir jetzt momentan sehen können. Also nichts Wichtiges. Ich hätte echt gedacht, dass wir hinter der Dusche was haben. Hier gibt es noch eine Waschmaschine. Da können wir dagegen treten. Da kommt nichts raus. Da können wir noch was abchecken. Ja, das können wir mal abchecken. Kommt da noch was raus? Nö, alles lootlos, will ich meinen. So, was ist im Kühlschrank? Da ist auch immer was drin, oder? Oder hat er da nichts für uns drin? Nope. Gar nichts. Keine klitzekleine Kleinigkeit. Ganz schön geizig, der Typ. So, hier scheint er wohl zu wohnen, so wie es aussieht. Und das ist der 10. Knopf. Sehr gut. Da, wo wir aufgehört haben, können wir nun endlich weitermachen. Doch das Ganze muss ich wohl auf den nächsten Part verschieben. Dennoch möchte ich die Welt noch verlassen. Denn was, wie gesagt, die letzten Juwelen angeht, uns fehlen noch 2 Stück. Das eine wissen wir, wo es ist. Das andere haben wir anscheinend übersehen oder können wir momentan noch nicht bekommen. Ins Wasser können wir ja auch noch nicht rein. Und viele Möglichkeiten gibt es auch für das Juwel gar nicht mehr. Wir können jetzt hier nochmal zurück und das ist da, wo wir hergekommen sind, aber da scheint wohl auch nichts Besonderes zu sein für uns. Ja, ich gucke mich jetzt nicht nochmal um, ganz gründlich. Wenn wir eh nochmal zurückkommen müssen für eine ganz bisschen Juwel, schaue ich mich dann bei der Gelegenheit auch noch um. So, während sich Luigi auf den Weg zurückmacht, würde ich meinen, mache ich mir eine Abmoderation. Ich habe der Folge sehr viel Spaß gehabt. Der Kampf war echt schwer, anspruchsvoll, hatte der schwersten Kämpfe bis jetzt, weil er halt so vielseitig war. Aber es hat mir Bock gemacht und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt den nächsten Part genauso wenig wie ich herbeisehnen. Oder genauso, ja, ich hoffe, ihr könnt ihn genauso schnell wie ich herbeisehen, das will ich damit sagen. Und da oben ist das Juwel. Das bekommen wir garantiert erst, wenn wir, ja, von unten da lang gehen und dann da hochziehen wahrscheinlich. Ich kann es mir nur so vorstellen, irgendwie, vielleicht ist, wenn ich das mit beiden Juwelen zu tun, was für eins fehlt uns doch das Weise, können wir mit so einem Kristallgeist zusammenhängen. Das heißt, der könnte sich in irgendeiner Scheiße wieder versteckt haben.
Wir finden den schon und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie ich. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen, um es mir zu zeigen. Würde mir sehr, sehr viel Freude bereiten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part, wo es dann in die 10. Etage geht. Nun haben wir alle unteren Etagen abgehakt. Ich bin gespannt, was die letzten paar Etagen noch für uns bereit haben. Einiges haben wir ja noch zu tun, was das angeht. Also, wir haben immer noch jetzt mit der 10. Etage 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir noch. Also, immer noch ordentlich, aber man sieht schon, wir haben schon dick über die Hälfte und wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Also, wenn ihr mich auch weiterhin auf dem Part, also in diesem Abenteuer begleiten wollt, dann lasst doch ein Abo da, um in Zukunft nicht zu verpassen, würde ich sagen. Habt noch einen schönen restlichen Tag oder einen schönen kommenden Tag. Maus, ganz ruhig. Bis zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.